Ich weiß in der Lo, fest an dem Text kannst du einen Link ersetzen. Schritt 1, kopiere die URL von deiner Internetseite. Hier ein Beispiel von einem Video. Bei YouTube muss ich auf Teilen klicken und da kriegt ihr dann den Link, den ich einfach so kopieren kann. Dann geht ihr zurück. Dann sollst du überlegen, wo du den Link willst draufsetzen. Hier ging ich nur vorschlagen, es in diesem Video zu setzen. Dritter Schritt, setz für drin, für und den Text hier, nach einem Ikon, zum Beispiel das hier, mit einem S-Pass. Da geht der Link nach mir auffällig, nach mir sichtbar. Vierter Schritt, wir markieren den Teil, den wir wollen verlinken. Fünfter Schritt, wir klicken hier am Menü auf das Link-Symbol. Ersetzen dann mit Rechtsklick und Paste den Link, den wir für Druck kopiert hatten, an. Letzter Schritt, nicht vergessen, klick auf Target und wähle hier New Window. So geht dann die verlinkte Seite an einer neuen Fenster abgemacht. Und das ist okay.